Hi, schön, dass so viele da sind. Ich bin der Noe. Und ich bin der Lina. Wir beide sind die Hauptdarsteller vom Buch. Und jetzt begrüßen wir mit einem grossen Applaus unsere Mami. Wow, ich sag's euch. Wären wir jetzt in der Body, dann würden wir hier sehen, meine ganze Haut ist übersät von Hühnerhaut. Okay, das war jetzt ein bisschen Anina-mässig. Es ist nicht ganz alles. Die Zehennägel haben sich bis jetzt erfolgreich aufgelehnt. Aber der Rest, der ist besiedelt. Zuerst möchte ich aber Grüezi sagen. Geschätzte Anwesende, geschätzte Verwandte, Bekannte, Freunde, noch nicht Freunde. Schön sind ihr da. Es zeigt mir, oder es bedeutet mir auch viel. Es zeigt mir nämlich, dass das, was ich in ganz vielen schlaflosen Nächten und auch ein einsamen Nächten so vor mich hergeknustet habe, nicht nur meine Augenringe, sondern eben auch euch, die Leute aus dem Rheintal und von weiter weg aus der Reserve locken kann. Und das freut mich sehr. Vielen Dank. Heute Abend möchte ich euch gerne mehr über mein Buchprojekt «Famis Busch» erzählen. Und ich möchte euch auch aufzeigen, wie viele tolle Leute hinter diesem Projekt stehen. Außerdem möchte ich euch zwei Familienhäppchen servieren. Und im Anschluss ist dann auch noch für Trank und ein bisschen Speis gesorgt. Und ich hoffe dann, dass ich euch auch noch etwas von Näherem in die Augen schauen kann und mit euch ein paar Worte wechseln. So, jetzt wollen wir aber starten. Die meistgestellte Frage in den letzten Wochen war, nicht wie geht es da, sondern hey Anina, warum und wie ist es dazu gekommen, dass jetzt du ein Buch geschrieben hast? Ja. Ich glaube, für das müssen wir ganz weit zurück ins letzte Jahrtausend. Wow, sind wir alt oder bin ich alt? Und zwar in mein Kinderzimmer im Kanton Thurgau in Frauenfeld. Man sieht eine kleine Anina und sie liest in ihrem Kinderzimmer, hückelt und liest und liest und liest. Und dementsprechend habe ich auch recht gut, ja, Eigenlob stinkt vielleicht, aber ist gleich, ist ein grosser Raum, relativ gut und viel geschrieben. Und ein paar Jahre später ist aber dann ein Deutschlehrer zu mir gekommen, in einer weiterführenden Schule. Hat mir in die Augen geschaut und gesagt, Anina, Sie haben ein Schreibproblem. Haben wir da schon mal etwas gemacht dagegen? Ich? Super, Schreibproblem. Ja, seitdem habe ich immer, wenn ich geschrieben habe, meinen Deutschlehrer auf der Schulter gehabt, der geflüstert hat, Schreibproblem, Schreibproblem. Und auch nachdem dann der besagte Lehrer von einem Tag auf den anderen nicht mehr zum Unterricht erschienen ist, er hat scheinbar ein Verhältnis gehabt mit einer Schülerin, ist das Mäntli gleich weiterhin auf meiner Schulter gehöckelt. Ja. Ich habe es dann mit dem Schreiben und habe mich aufs Erwachsenwerden konzentriert. Und es war auch ganz lässig. Aber dann hat es mich irgendwie wieder reingenommen mit dem Schreiben. Und durch das Lehrersein bin ich irgendwie einfach näher an dieser Deutschmaterie wieder dran gewesen. Und etwa die habe ich wieder geschrieben. Nicht viel, mal einen Artikel für die Zeitung oder für ein Magazin. Einfach für die Freude. Und so bin ich dann auch auf Zürich gekommen, zu einer grossen Tageszeitung. An meinem Schnuppertag ist der erfahrene Blickjournalist neben mir gestanden. Ich bin das erste Mal, gerade am ersten Tag, von der Polizei überprüft worden. Und der Blickjournalist hat gesagt, ja, es ist eben ein Schnupperi. Und ich glaube, die Polizisten hätten mir dort am liebsten über den Kopf gestreichelt. Aber es war eine super Zeit. Ich habe so viel gelernt, auch persönlich, und es hat Freude gemacht. Aber es hat mich gleich wieder zurückgezogen in den Lehrerberuf, zu den Kindern. Und dort konnte ich das Schreiben auch nicht ganz sein lassen. Weil mit Kindern, ich denke, das wissen die meisten von euch, erlebt man einfach so viele tolle Sachen. Zum Beispiel ist einmal eine Turnstunde ganz unfreiwillig urkomisch geworden. Ich musste eine Gruppe bilden. Ich habe meine Jaskarte vorgenommen, habe es blind verteilt, die Kinder mussten eins ziehen. Und dann habe ich gesagt, gut, alle Könige, gehen in die Ecke. Die Kinder sind gegangen.
Alle oben gehen dort hinten. Wieder ein paar sind abgezottelt. Alle Banner, hier. Auf einmal sind viele aufgestanden. Haben dann zugerufen, komm, sie hat gesagt, Albaner, komm mit. Und alle dort hinten. Ja, und so Sachen muss man doch aufschreiben. Weil das zeigt doch irgendwie, dass Kinder einfach immer wieder schaffen, alltägliche Situationen ein Krönchen aufzusetzen. Und als ich dann das Glück hatte, zum selber Kinder zu haben, hatte ich natürlich fast jeden Tag so einen gekrönten Tag, wo es Sachen gegeben hat zum Aufschreiben. Zum Beispiel nach dem Muckiturnen. Geht man grosszügig mit den Kindern in die Bäckerei und denkt, könnt ihr euch aussuchen, wenn ihr wollt, Brötchen. Und die Kinder finden, ja, wir nehmen das Magenbrötchen. Ja, super, das Magenbrötchen. Ja, und so sind dann eben entstanden, die 39 Familienhäppchen. Es war nicht immer ganz angenehm. Und häufig musste ich auch raus aus dieser Komfortzone. Aber irgendwie ist es ja genau da, was das Leben doch so spannend macht. Und darum habe ich es aufgeschrieben. Um zu zeigen, dass es doch am allerlässigsten ist, wenn es ein bisschen menschelt. Und es nichts Schöneres gibt, als Kinder, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Auch wenn sie einen manchmal in unblöde Situationen bringen. Wie einmal, als ich im Reitstall gestanden bin und einem Bub zugeschaut habe, der war so ein bisschen im Rösschen und hat da so gestreichelt, ganz verliebt, nur Augen für sein Rösschen. Und ich hatte dann die Idee, ja, ich frage ihn jetzt mal, wie er heisst, oder? Dann bin ich her und habe gesagt, ja, wie heisst denn du? Dann schaut er mich nur so an und sagt, weißt du eigentlich nicht, dass Rösser nicht reden können? Gut. Mein Anspruch an die Gesellschaft, der ist klar. Bleiben wir doch alle ein bisschen Kind und nehmen uns nicht so wichtig. Und noch ein letzter Tipp von mir an euch Eltern, hat sicher viel da drin. Falls euer Kind sich mal nicht so gesellschaftsfähig verhält, dann gebt mir einen Funk. Ich weiss nämlich von Kindern in der Nachbarschaft, die nicht mehr so nahe ans Fenster gehen zu unserem Haus. Sie schreibt sie sein nächstes Buch, hat es geheißen. Jetzt habe ich aber genug geredet von mir und meinem Schreibenwerdegang. Ich möchte euch gerne ein paar Leute vorstellen, die ganz, ganz viel dazu beigetragen haben, dass eben das hier, heute hier ist, das Famis Busch. Und das ist zum einen der Herausgeber, der Christian Imhof. Christian, du darfst gerne mal, da führe ich euch, fühle mich ein bisschen einsam. Christian, ich werde auch viel gefragt, was meine Lieblingsgeschichte ist im Famis Busch. Und ich habe im Fall nie eine Antwort, weil irgendwie wechselt es jeden Tag. Wie sieht es bei dir aus? Es ist auch lustig, weil ich habe nicht so nur eine. Also es bei mir ist auch wirklich so. Ich habe die Geschichte von diesen Jodler, die oft mal leislicher singen, dass er besser schlafen kann in der Kirche. Die habe ich sensationell gefunden. Aber eine, die mich ein bisschen angesprungen hat, ist die mit dem Cocktail oder so irgendwie heisst sie. Der Gefühlscocktail? Ja, genau. Weil die halt eben nicht so auf Humor basiert, sondern auch ein bisschen zeigt, ja, dass man, was man dem Kind kann mitgeben kann an Tiefe. Und wie wichtig ist, dass es ist, dass man in dieser frühen Phase, wo die Kinder, also wo man sie noch prägen kann, ihnen so mitgehen kann, quasi, ja, dass sie auch ein bisschen aufeinander schauen und so. Ich weiß, es ist jetzt halt nicht gerade so die Haha-Antwort und so, aber ich finde, das Kapitel, das hat mich irgendwie sehr, sehr berührt. Mhm. Und weil ich, ja. Aber auch die anderen Sachen sind mega super. Die, mit der Unterwäsche aus dem Brockenhaus zum Beispiel. Also, Christian, wir leben in einer Zeit vom Überfluss. Es gibt ganz viele Unterhaltungsmöglichkeiten, die potenzielle Verdränger sind von Büchern. Ich denke, die Frage, sind Bücher heute überhaupt noch en vogue, ist berechtigt. Was ist deine Meinung dazu? Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Weil, ich komme ja ursprünglich aus dem Musikbereich, oder? Und wir haben bis vor ein paar Jahren haben wir immer so viele CDs gemacht. Und heutzutage hat ja praktisch niemand mehr einen CD-Player. Und es wird auch schwierig, ein Album irgendwie zu finanzieren, respektive ja, irgendwie auf die Beine zu bringen.
Und, aber ich habe jetzt gerade letzte Woche zum Kollegen gesagt, irgendwie Bücher sind für mich die neuen Alben. Weil das ist so ein Zeitdokument, etwas Zeitloses, wo man auch stolz kann sein und wo auch nicht irgendwie so einem weggestreamt wird. Ja, und das ist halt wirklich so noch, ein Buch lesen ist so ein bisschen eine Flucht aus dem Alltag, wo man sonst nicht mehr so oft hat. So. Ja, und ich denke, das ist glaube auch noch ein Beweis. Das ist ein guter Beweis, ja. Oh, logisch. Dass doch viele Leute lesen können. Nein. Nein, es ist einfach wirklich etwas Schönes, etwas Wertiges in der Hand zu haben. Und es ist ja, etwas Einmaliges, auch ein Buch, finde ich, im Vergleich zu anderen. Ja. Ein Film hat man einmal gesehen, ein Buch kann man immer wieder einmal stöbern und finden. So. Oder man redet auch darüber, oder es beeinflusst den Alltag. Eben, wie ich gesagt habe, mit dieser Cocktailgeschichte, Gefühlscocktailgeschichte, ist mir den halben Tag nachgelaufen und so. Und habe ich dann auch gefunden zur Frau, hey, ja, schau mal, das ist irgendwie so, das ist genau das, wo wir achten müssen bei unserem Knopf. Das ist ja. Schön. Super. Gut, ich danke viel, glaube ich. Ist deine Ordnung. Ich möchte einfach noch etwas sagen. Das Buch, das sollen Zeitzeugen sein auch. Und die es vielleicht schon ein bisschen gelesen oder drin geschnuppert haben, die haben vielleicht auch gemerkt, die Sprache da drin ist vielleicht ein bisschen anders, als man sich gewöhnt ist. Es ist eher ein bisschen eine bildhafte Sprache und manchmal sind die Formulierungen auch nicht ganz so ernst gemeint. Schon so ein bisschen, aber nicht ganz ernst. Und so soll es auch konsumiert und genossen werden. Und die erste Geschichte, das erste Häppchen, das ich gerne möchte servieren möchte, das ist die Geschichte, die auch ein bisschen durch die Medien gegangen ist. Und zwar wegen einem ganz speziellen It-Piece, wegen dem hier, wo uns einen Abend lang begleitet hat. Nicht ganz freiwillig. Und wie der gekommen ist, den möchte ich gerne jetzt vorlesen. Das heisst Raststätten Hot Stuff. Circa ein halbes Jahr, bevor ein Kindergeburtstag ansteht, beginnt bei uns eine ganz spezielle Zeit. Dieses dauernde «Das wünsche ich mir zum Geburtstag im Fall», welches der Nachwuchs gefühlt 27 Mal am Tag von sich gibt und dich anstrahlt, als wärst du sein Schokoladentörtli. Mit flüssigem Kern, Smarties on the top und einer Tonne Puderzucker obendrauf. In meinem Hirn gibt's, glaub's, einen extra Bereich nur für Geburtstagswünsche. Kreative, lustige, abgefahrene, bescheuerte, unrealistische, unzählige. Ihr wisst schon, was ich meine, gellet? Und falls ihr jetzt die Unterlippe vorschiebt, die Schultern und die Augenbrauen synchron hochschiebt, trompetet und blöd aus der Wäsche guckt, dann bin ich im Fall nicht so erpicht darauf, das zu erfahren. Meine Strategie fürs Mami ist wieder einmal ohne Plan und ohne Nerven und ohne Schlaf lautet nämlich: Hom, du bist nicht allein. Da gibt es noch andere deiner Spezies, die im gleichen Boot sitzen. Aber ohne Witz. Bei uns sind Geburtstagswunschlisten tatsächlich ein heiß diskutiertes und manchmal ein Thema und manchmal nimmt es ganz verrückte Dimensionen an. Stellt euch vor, es ist 19.30 Uhr, irgendwo in der Schweiz bei einer Raststätte. Okay, wir rennen los. Mega romantisch, not halt. Wie immer diese Lokalitäten. Wir sind auf dem Heimweg von einem Ausflug und haben beschlossen, die Kinder bei der Raststättentoilette bettfertig zu machen und dann im Auto einschlafen zu lassen. Nur schon dieser Fakt lässt wohl bei vielen Muttis out there die Nackenhaare zu Berge stehen. Und zugegebenermaßen mir auch. Aber Augen zu, und durch. Pischelen und Zähneputzen in der Raststätte und dabei ja nicht irgendetwas berühren. Nein, Kind, auch keine Wand und niemals
Hörst du, lieber Nachwuchs? Niemals in den Socken auf dem Boden rumtrampeln. Jupp, ich liebe Späße. Aber das hier meine ich ernst. Puh. In so Situationen macht sich in mir das Verlangen nach Sagrotan-Spray breit. Killt immerhin 99,9% aller Bakterien. Und das verbleibende Promille mache ich mit meiner Mami-Superheldenkräften fertig. Wenn es nur das ist. Mein Mann überlässt dieses Tschöppli großzügigerweise mir und bietet mir das Rundum-Sorglos-Paket an. Einzige inkludierte Leistung? Ich passe in dieser Zeit auf das andere Kind auf. Okidoki. Ich bin gerade dabei, meine Tochter ins Bischi zu buxieren und sie so zu stützen, dass sie ohne Boden, Wand und zu viel Körperkontakt aufgrund spontanen Kuschelbedürfnis, wer weiß, wo sie verbotenerweise doch schon hingegriffen hat, wieder in ihre Schuhe schlüpfen kann. Derweil steht mein Sohn außerhalb der Damentoilette und befindet sich aktuell in der Pischi-Warteschlange auf Position Nummer 1. Da höre ich ihn hepe. Meine Kinder besitzen das Gen für leises Reden irgendwie nicht. Also falls jemand das Bedürfnis verspürt, ungefragt Ratschläge zu erteilen, her damit. Heute nehme ich sie alle. Papi, gell, jetzt habe ich den Geburtstag. Papi antwortet pflichtbewusst, ja. Sein hochgezogenes O am Schluss lässt er ahnen, dass ihm Böses schwant. Ich widme mich wieder meinem Mädchen und ihrem mittlerweile 24 Beißerchen, welche nun gründlich durchgeschäumt werden. Ein bisschen muss ich grinsen. Vielleicht war das vorhin doch kein so schlechter Deal. Gehen wir mal da rein, da hat es Handschellen, die ich mir schon lange gewünscht habe. Ich schwitze ja schon seit einigen Minuten wie ein Schneemann im Frühling. Mir könnte dieser vermeintlich harmlose Satz nichts anhaben. Aber das Unterliebli meines Mannes wird just in diesem Moment wohl ziemlich feucht. Wegen der durch Stresshormone übermäßigen Transpiration, versteht sich. Nein, 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 so ein Mann. Wir gehen dann mal an ein anderes Ort schauen, wegen dem Geschenkli, gell? Doch da hat er die Rechnung ohne das Kind gemacht. Das wird bei solchen Antworten nämlich meist erst richtig warm. Und es wird deutlich, dass die lateinische Bezeichnung Homo sapien, vernünftiger Mensch, definitiv ausgewählt wurde, bevor mein Kind geboren wurde. Zack, ist er drin. Im Erotikmarkt versteht sich. Und ans Rauskommen denkt er nicht mal ansatzweise. Die Handschellen sind zu verlockend. Zum Glück bekommt Sohnemann in solchen Momenten einen regelrechten Tunnelblick. Deshalb erliegt der Kleine nicht, wo er hier wieder reingeraten ist. Will ich haben, sofort. Was bleibt dem Größeren anders übrig? Papi muss hinterher. Und als er endlich das lautstark protestierende Kind an der Hand hält, mehr oder weniger locker vom Hocker nach draußen ziehen will und der adrett gekleideten Verkäuferin an der Kasse ein lautloses Entschuldigung zuhaucht, wird es plötzlich still. Der Tunnelblick des Jungen verschiebt sich in Richtung der Kasse. Dort, wo es Heftli für Erwachsene zu kaufen gibt. Verhandeln liegt meinem Kind besser als leises Reden. Dementsprechend holt der bald Fünfjährige zum verbalen Gegenschlag aus. Er zieht Papi wieder rein. Nicht in den Schlamassel, in das Geschäft. Okay, vielleicht auch in beides. Papi, Mami schaut doch so gern Heftli an. Ich mache ihr eine Freude und bringe ihr eins mit. Welche Argumente
mein Mann seinem Sohn genau auftischt, die gegen einen Kauf des gewünschten Magazins spricht, entzieht sich leider meiner Kenntnis. In diesem Moment komme ich mit der Pischi-Tiger-Tochter, 6, durch das Drehkreuz und sehe meine zwei Männer. Der frustrierte Kleine rennt mir mit hochrotem Kopf und wild schreiend entgegen und zettert etwas von unfair, voll fies, Heftli nur für dich und Freude machen. Und der Große, der kommt aus dem Erotikschuppen getrottet und schaut mich an, als wäre er gerade in Handschellen gelegt worden. Als Mutter bin ich es mir gewöhnt, um kritische Situationen zu handeln. Und ich glaube, da wären wir auch gerade eher ein bisschen beim Thema Laura Bucher. Sie ist nicht nur zweifache Mutter und so auch ein bisschen Superheldin, sondern auch Anwältin. Und ich bin froh, ist sie nicht in dieser Funktion heute da. Sie ist Rheintalerin, Vorsteherin vom Departement des Innern, aber eben auch Kulturliebhaberin und Kulturförderin. Und genau wegen dieser Supermischung bin ich auch stolz, dass Laura Bucher Ja gesagt hat. Ja zu Famis Busch, Ja zu einem weiteren Termin am Abend, Ja zu mir und zu euch und Ja zur Kulturförderung. Begrüßt mit mir mit einem herzlichen Applaus die Regierungsrätin Laura Bucher. Ich habe das Buch gelesen und habe mich und meine Familie rasch in diesem wahnsinnig gut geschriebenen und unterhaltsamen Buch und in diesen Familienhäppchen von der Familie Dietsche auch wiedererkannt. Die Parallelen sind wirklich sehr, sehr erschreckend. Und ich bin sicher, es wird Ihnen beim Lesen auch so gehen. Hand aufs Herz. Wer hat zum Beispiel auch schon müssen, obwohl er eigentlich schon im Bett war, nochmal aufstehen, weil ihm in den Sinn gekommen ist, dass einem Kind ja heute der Zahn ausgefallen ist und das Zahnfehler müsste kommen. Und dann springt man vielleicht noch im Haus umeinander und sucht noch ein Geschenk, das man aber voraussichtlich in vorausschauender Weisheit schon gekauft hat. Und dann schleicht man sich ins Kinderzimmer und versucht, unter dem Küssi etwas zu verstecken, ohne dass das Kind aufwacht. Ja, also das sind so Situationen, wo ich mich sehr drin wiedererkannt habe. Ja, genau solche Häppchen kommt man eben im Buch serviert über. Aber viel besser geschrieben, als dass ich es jetzt erzählt habe. Überhaupt die Sprache in diesem Buch hat mich sehr beeindruckt. Danina schreibt nämlich Geschichten so, dass man das Gefühl bekommt, man sitzt mit einer Freundin, vielleicht bei einem schönen Kaffee, an einem schönen Tisch. Die Kinder sind übrigens fremdbetreut in dieser Zeit. Und die Freundin erzählt einem so aus dem Familienalltag und eben man erkennt sich wieder und man freut sich und leidet zusammen. Ständig ist man darum auch beim Lesen von diesem Buch versucht zu sagen, haha, bei uns ist es genau so. Oder man lacht manchmal auch einfach ganz spontan und ganz herzhaft. Danina lässt uns ganz nahe ankommen an ihre Familie. Auch an sich selber. Das haben wir jetzt, glaube ich, heute Abend auch schon gehört. Und man mag dich, wenn man so liest. Und wir mag euch als Familie, wenn man so liest. Du schreibst mit deinen Geschichten also nicht nur und katapultierst uns mit deinen Geschichten also nicht nur an den Kaffeetisch, sondern eben du katapultierst uns selber und dich und deine Familie auch in die Herzen von vielen Vätern und Müttern. Wie du schreibst, wenn man die liest, dann mischt sich an vielen Stellen auch Mundartausdrücke in die Sätze. Du sprichst die Leserin, den Leser direkt an. Die Texte sind nie irgendwie langfädig. Die Wörter kommen in einem hohen Tempo und sehr dicht daher. Ich glaube, das haben wir vorher alle gehört. Das Buch, und da ist mir noch wichtig zu betonen, und da haben wir eine Gemeinsamkeit, der Verleger und ich, bietet nicht nur rasante Feelgood-Lektüre zum Schmunzeln, sondern eben auch Kritisches zum Nachdenken, anregend. Es hat auch Tipps drin für anbietende von Führungsseminaren zum Beispiel. Man könnte mehr Mütter einladen zum Referieren. Gratis-Tipp. Und Danina schaut nicht davor zurück, klar und deutlich ihre Meinung zu sagen und sich zu positionieren.
Da findet man nämlich im Buch so Sätze wie: Ich frage mich ernsthaft, was in unserer Gesellschaft schiefläuft. Warum fördern wir unsere Kinder wie die Hohlen, anstatt uns auf das Wesentliche zu beschränken? Und wenn ich weiterlese: Auf Muttis Instagram-Profil sind die fünfjährigen Sprösslinge Fotostars und die Erwachsenen verkaufen ihnen Followern für teures Geld Pillen und Pülverli, damit die Haare glänzen, die Nägel nicht brüchig werden und die Unterhose um Himmels Willen nicht kneift. Aus reinem Gutmenschengedanke natürlich, schon klar. Aufwachen, liebe Zeitgenossen, denn in der ganzen oberflächlichen Scheinwelt vergessen wir ganz offensichtlich das Wichtigste, die Zukunft und vor allem das, was wir, jeder von uns, weitergeben. Sollten wir unseren Kindern nicht besser Sozialkompetenz vorleben, als dass es unerlässlich ist, am schnellsten einen Kilometer zu rennen oder den BMI nicht über 20 schnellen zu lassen? Sollten wir sie nicht lieber in den Arm nehmen, sie knuddeln und ihnen sagen, dass wir sie gern haben, genau so, wie sie sind, damit sie sich selber spüren, anstatt sie vor dem Fernseher zu platzieren und ihnen stundenlang irgendwelchen Müll vorzusetzen? Ist es wirklich wichtig, dass unsere Kinder in allem die Besten, Schnellsten und Schönsten sind? Und auch da, glaube ich, denkt man als Leser, als Leserin, ertappt. Danke für die Denkanstöße, Sanina. Aber Danina beschränkt sich eben nicht nur aufs Kritisieren, nein, sie geht sogar noch weiter. Sie hinterfragt auch sich selber kritisch und gibt einem damit auch wirklich ein gutes Gefühl beim Lesen, gerade wenn man sich vielleicht auch als Mutter mal ertappt hat. Ein Beispiel für so eine Stelle: Ich sage euch etwas. Ja, vielleicht tue ich jetzt gerade, als hätte ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Habe ich nicht. Meine Kinder schauen auch Fernsehen. Jawohl. Uns alle verbindet doch, dass wir alle einmal überfordert sind, zweifeln, irgendwie nicht mehr können als Eltern, aber auch da verbindet, und da, ich finde, ist eigentlich das Schönste und die schönste Erkenntnis nach der Lektüre von diesem Buch. Familie haben, Familie sein, kleine und grösser werdende Kinder haben, ist das chaotischste, lustigste, schönste, aber auch herausforderndste, was es gibt. Darum danke dir, Anina, dass du den Mut gehabt hast, all die chaotischen, lustigen, schönen, herausfordernden und auch nachdenklichen Momente aus eurem Familienleben aufzuschreiben und mit uns allen zu teilen. Und das alles, ohne dass du irgendeiner Weise wertest oder anklagst, sondern einfach so. Weil der Familienalltag eben genau da ist, eine bunte Sammlung aus süßen, sauren und herzhaften Häppchen. Liebe Anina, ich gratuliere dir ganz herzlich zu diesem sehr gelungenen Werk und damit auch allen weiteren, die dazu beitragen haben. Ich wünsche dem Buch wirklich von ganzem Herzen die Verbreitung, die es auch verdient hat. Bravo! Ja, wir machen nachher, wenn es euch hier gefallen hat, wir haben nachher noch, wenn ihr noch mehr Happy wollt, dann könnt ihr noch. Da kommen die Bücher für noch für 18 Franken, wir sind nachher noch an der Fahrt. Und das ist so leidenschaftlich gekommen, weil sie sich nämlich eine Provision ausgehandelt haben. Genau. Zum Abschluss noch mal ein Häppli, bevor es dann zu der richtigen Häppli drunter geht. Es ist jetzt nicht wirklich eine Geschichte, wo es wahnsinnig fest um Kinder geht. Aber hört es selber. Und es heisst: Hirn hat Ferien. Fluchende Menschen sind wie bellende Hunde, finde ich. Die beißen nämlich nicht, sondern kläffen nur laut und unnötig in der Weltgeschichte herum. Das nervt. Ich fluche selten, weil ich es doof finde. Menschen, die ihre Worte mit Bedacht auswählen und sich gescheit zu artikulieren wissen, finde ich echt attraktiv.
Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Fremdwörter in einen Satz zu packen, um allen zu imponieren. Es geht um Wertschätzung der Sprache gegenüber, um Stil. Und im Ernst, wenn ich sauer werde, dann ziehe ich Konsequenzen. Nur böse reden bringt ja nichts, oder? Als letzthin Sohnemann, 3 Jährchen auf dem Puckel, mal so richtig durchgestartet ist und der wahnsinnig sauer wurde, bei genauem Hinsehen dampfte es sogar aus seinen Ohren raus, beleidigte er sein Gegenüber mit "Du Jockelima!" Jawohl, gezeigt hast du es dem, aber so richtig. Bei einem Thema verliere ich jedoch jeglichen Anstand und meinen ganzen Sanftmut. Da bin ich sofort auf 180. Es ist sozusagen mein persönliches rotes Tuch. Was das wohl sein mag? Ich sag's euch: Zecken. Diese Viecher finde ich das Hinterletzte und ich zweifle echt, warum die überhaupt erfunden wurden. Ernsthaft, warum gibt es die? Jawohl, ich hasse Zecken. Und das ist oberdoof, denn ich liebe den Wald und ich liebe die Natur und das Spazieren und Wandern. Wenn ich ehrlich bin, würde ich gern, so wie im Film, mit einem weißen Kleidchen und einem Blumenkranz im flatternden Haar durch das hohe Gras rennen. Die Arme ausgestreckt und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Halt so richtig kitschig. Aber nein, stopp. Da sind ja noch die Spielverderber, Zecken. Bäh. Nun, kürzlich war es mein feierabendliches Ziel, mich genauer über Zecken zu informieren. Ich dimmte das Licht über dem Holztisch, genehmigte mir ein paar Stückli Schokolade, schmiss mich in Trainerhosen, Hoodie und Wollsocken, schön, gell, und startete meine Recherche. So, dala, schauen wir mal. Ich gewunderte mich durchs Internet und gelangte auf eine interessante, informative Internetseite, wo ich las, man solle den Saugrüssel packen und rausziehen. Pah, alle meine antiflucharischen Vorsätze lösten sich im Nu in Luft auf. Saugrüssel! Was für eine treffende, wunderbare Bezeichnung. Und das auf einer offiziellen Informationsseite. Ja! Ich freute mich wirklich, wie ein kleines Kind. Boah, also dieser Autor hat ja jetzt echt mal was rausgehauen. Der steigert sich noch mehr rein als ich. Respekt, Homie. Eine Mischung aus Faszination, Zustimmung und Belustigung durchfuhr mich. Zufrieden und absolut auf dem neuesten Stand schlurfte ich ins Bett. Auch am nächsten Tag freute ich mich über mein neu erworbenes Wissen. Ich startete meinen Computer und siehe da, die Homepage meiner gestrigen Recherche war noch immer aktiv. Ich wollte mir den Saugrüssel nochmals geben, sozusagen als Motivationskick für den Arbeitstag. Da bemerkte ich das Doppel-S. Saugrüssel. Ein Rüssel zum Saugen. Meine Güte, wie peinlich. Aber ach, meine Güte, auch wie schade. So ein bisschen Fluchen wäre hier doch schon angebracht gewesen. Naja, oder wenigstens das Wort Denken. Erzählt habe ich von meinem Malheur niemandem, weil es ist einfach zu beschämend. Dennoch, eine gute Sache bleibt. Immer, wenn ich an Zecken denke, muss ich gleichzeitig ein bisschen schmunzeln. Die Saugrüssel, die. Hey Janina, kann ich Sie als Lehrerin und schritt links? Ja, ja. Hast du das dürfen? Du, ich bin noch nicht so alt. Ich bin nicht umerzogen. Hast du nichts mit Kümmel in die rechte Hand tun? Nein. Nicht? Nein. Wäre bei dir auch nicht gegangen. Viel zu eigenwillig, gell? Ja. Und dann mit diesen Handschellen? Hast du immer einen Schlüssel mit, im schlimmsten Fall? Oder? Du, die sind noch gäbig, die er dann schlussendlich bekommen hat. Die gehen vom Leih auf. Ah, okay. Da musst du noch ein bisschen drücken. Du musst nur den
musst nur den Kniff draussen haben. Aber der Ralf ist jetzt klar, gell, mit deiner Schreiberei, du hast nicht unter Kontrolle, gell? Der Ralf? Ja. Ja. Er muss jetzt schon ein bisschen durch. Jetzt habe ich lange müssen. Er war so viel am Arbeiten und jetzt bin ich mal dran. Aber das ist ja das Schöne, wenn man sich gegenseitig ein bisschen zum unterstützt. Bemüht er sich mehr, seit er weiss, dass du alles aufschreibst? Nein, er hat sich schon vorher bemüht. Schon vorher? Ich glaube aber auch nicht, dass meine Texte so sind, dass ich irgendwie jemanden muss belehren, dass er sich bemüht. Aber ein Schreibproblem ist nie in der Schule, gell? Nur ein Schreibproblem? Ein Schreibproblem, aber ich habe nie etwas gemacht. Ich habe es immer noch. Echt? Ja. Ja, dann tun wir es mal zuschauen. Was heisst denn das für dich, Schreibproblem? Was heisst das? Warum hast du das? Was bedeutet das? Was heisst ich weiss nicht, glaube, meine Texte haben meinem Lehrer einfach nicht gepasst. Aber was es genau heisst, ich habe nie nachgefragt. Aha, okay. Aber hast du es verziehen? Ja. Okay. In der Logopädie bist du nie gewesen? Nein, da habe ich nie müssen. Ah, okay. Ja gut, dann hast du ein Schwein gehabt, nicht? Das wäre dann ganz streng zu und her gegangen. Ja. Aber bist du auf einer Lehrerin gewesen, so strenge oder Nachbildung, oder? Nein, ich glaube schon auf Augenhöhe, aber schon mit einer Linie. Da ist schon wichtig, dass man den Kindern ein bisschen eine Leitplanke gibt. Ist dir aufgefallen, dein Sohn ist genau dort gestanden wie der Ralf. Die linke Hand im Sack drin. So, da habe ich fast schon mehrmals gehört. Gell? Und die Tochter ist noch dir noch. Jetzt hat einen gewissen Schalk, habe ich das Gefühl, gell? Ja, genau. Aber sonst alles unter Kontrolle in der Familie Dietschi? Ja, wir haben alles unter Kontrolle. Super. Ja, jetzt wird es gerade ein bisschen intimer. Und zwar danke ich als nächstes meinem Mann Ralf. Ich muss gerade aufhören kommen. Ich will absitzen. Ganz geschäftig. Er hat im Hintergrund, ich muss mal ein bisschen ablesen, ist ein bisschen unromantisch, gell? Aber machst du daheim auch. Genau. Also ich lese jetzt an. Er hat im Hintergrund ganz, ganz viel Zeit aufgewendet und immer wieder Energie zusammengesperrt, dass das Famis Busch zu fliegen kommt. Und ich weiss, du hast so einen mega vollen, übervollen Terminkalender und dass du das gemacht hast, zeugt von deiner grossen Zuneigung und es rührt mich sehr. Ich habe dann gedacht, ja, Glück hast du eigentlich genug, oder? Mehr als mehr. Darum habe ich mir etwas anderes für dich überlegt und ja, ich gebe das einfach für eine ruhige Minute. Danke vielmals. Ja, und zwei, die eben eigentlich auch schon genug Glück haben mit diesen Eltern. Die kommen auch kein Glücksmeter über, aber das sind sozusagen die, die eigentlich da vorne müssten stehen, den ganzen Abend. Jetzt dürfen sie kommen. Das sind die zwei wunderbaren Wesen hier, der Lina und der Noe, die mir Zutaten für die Häppli quasi auf dem Silbertablett serviert haben. Ich kann eigentlich nur noch zusammenrühren. Und nachher sind sie entstanden gewesen. Durch eure lustigen Einfälle, eure unkünstelte Art und einfach euer wunderbares Wesen, so wie ihr seid, schafft ihr es wirklich fast jeden Tag ein Krönchen aufzusetzen. Und darum möchte ich euch Danke sagen. Und ich habe mir dann überlegt, ich würde mir schon auch wünschen, dass ihr so ein bisschen würdet schreiben und ja, dass ihr die Leidenschaft fürs Schreiben habt. Und darum habe ich mir da etwas Passendes für euch überlegt. Ich weiss, dass die Tochter schon daran rumgetöpelt hat. Also sie weiss schon bestens, was da drin ist. Die hätte es gerne einpacken müssen. Aber ich gebe es euch jetzt so. Danke vielmals.